Hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir hier das Schlachtfeld betreten und haben noch diesen Stern hier ignoriert, weil ich weiß, genau danach geht's weiter, nehme ich an, hoffe ich. Jedenfalls, ich habe wieder trainiert vor Level 22 bis zu vor Level 20, 21 meine ich. Ja, sehr gut. Und ich bin, glaube ich, davor kurz eine Kampfaktion wieder zu lernen, und zwar hier Verbannungsstöße 200. Ja, mach mal doch mal. War übrigens nicht einfach hier zu trainieren. Oh, ich habe keine Dings. Und aus irgendeinem Grund habe ich mit Sore am Anfang immer 0 SK. Warum? Ja. Blöde ist, jedes Mal, wenn ich mich amortisiert habe, macht der automatischen Verbannungsstoß, was nicht gut ist. Levelaufstieg. Neue Art. Okay. Weil dann habe ich das automatisch immer freigeschaltet. Amortisiert. Verbannungskette. Wenn du ein amortisiertes mystisches Art gelernt hast, halte X und R2 gedrückt, bevor die Verbannungsstoß trifft, um ein mystisches Art Combo ohne Todstoß auszuführen. Okay, keine Ahnung. Übrigens, was ich auch gemerkt habe, ich habe schon wieder 0 SK. Hat er mal ein neues gelernt. Wolfwindzahn, okay. Hatten wir ihn nicht schon? Oder ist ja, ich glaube, den kenne ich, den Namen. Weiß nicht. Nix. Kristallturm, okay. Stimmt. Feuerkrone. Okay, gucken wir mal die Titel an. Immer noch kurz vor Level 5. Tun wir mal, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einen riesengroßen Angriff, weil ich hier so ein geiles Schwert habe. Und ich mache das jetzt immer so, ich tue immer die stärkste Waffe ausrüsten und dann versuche ich so die Effekte rauszusuchen, die noch so, weiß ich nicht, die erste Reihe füllen, damit alle den Startbonus bekommen. Ich mache das jetzt ganz kompliziert. So, natürlich hat Layla wieder kein Level up. Wie immer. 33, ja komm, das wird ja wohl zu schaffen sein irgendwie, ne? Die Gegner kommen da, die Wölfe, da ist... Die Kombi, glaube ich, am besten. Wenn man jetzt schon oft gekämpft hat, dann weiß man, gegen welche Gegner der Beste immer ist. So, wo ist Kristallturm? Was hat so eine? Ach, das ist so eine. Und dann maximal 3 Gegner Kristalle aus dem Boden hervor. Ja, muss ich erstmal schaffen. Sehr gut. Boom. Bah. Boom. Okay, sie hat wieder einen Titel hier bekommen. Aufgelevelt meine ich. Können 5, was? Okay. Weil die Silber sind vielleicht. Das wird sogar Sinn machen, glaube ich. Aber du bist jetzt den, ja. Okay, ich hoffe, das ist so. Concerto Infernal. Ist das eine spezielle Art? Da ist so ein Sternchen dran. Erdmine, böser Geist. Rauer Wind. Okay. Okay, wir können die noch weiter aufleveln. Das ist auch mal gut. Ich nehme jetzt mal einfach an, die silbernen bedeuten, ich kann diesen Titel noch ein bisschen aufleveln. Hoffentlich. Na gut, dann, warte mal, was hat sie denn jetzt überhaupt gelernt? Gar nichts, ne? Egal. Machen wir weiter. 5 Minuten, wir haben noch nichts erreicht. Ja, hier passiert jetzt irgendwas, ne? Dende! Yohei-dan no kichu kara no kyougeki wa shippai! Hontai ni gouryu suru! Isoge! Nanda te? Lucas tachi wo misteru tsumori nano ka?
彼らはまだ戦ってるじゃないか。これは戦争なんだ。行くぞ。スレ、彼は兵士としての役目を果たしているだけだ。攻められないよ。クソ。 War ein sehr choreografischer Krieg. Was sollen diese ganzen Metaphern auf einmal? Die Luft ist von der Wut, ist geschwängert von der Wut und dem Hass. Krieg ist der Kessel, der zum Teufel. Hi. Ich werde euch sanft den Kopf abschlagen. Okay. Komm mal her. Hat er gegen irgendwas anfällig? Nö. Ihr seid Level 23. Ja, die mache ich irgendwie fertig. Uff. Boom. So müssen die Zufallskämpfe ablaufen. Mal ganz ehrlich, habe ich nicht auch eine neue Fähigkeit mit ihm? Pfeilsturm. Lass mal sehen. Lass mal sehen. Lass mal sehen. Oder nehmen nicht. Der war schuld. Vom Anfang lief das so gut, ne? So. Beim letzten Mal ist er auch so abgelaufen. Ich doch nicht. Ich kann die Attacke nicht ausprobieren. Ich brauche SK. Kommen die Pfeile auch mal irgendwann runter? Ich sehe nur, wieder nach oben und abschießt, aber da kommt nichts runter. Na? Na? Okay, was zum Teufel macht dieser Angriff? Jeden Bogen nach oben, um etwas später Mana-Pfeil rappen. Sie höre es seraphisch sah vom Blasenfall. Ich komme irgendwie nie runter. 55 Erfahrungspunkte. Das ist so eine Verarschung hier mit den Erfahrungspunkten in dem Spiel. Ganz einfach, ich habe einen Bogen benutzt. Guck mal, wie klein wir im Vergleich zu denen sind. の力なのか。ルーカス、帰ろう。ああ。
Ja. Das möchte ich auch im Kampf können. Hat voll irgendwie One Piece Feeling, ganz ehrlich. Wo wird das bitte schön behandelt? Da kommt jemand Übermächtiges, der einen hilft, und die haben Angst. Wo ist das bitte schön noch so? Jetzt wieder schöne Kriegsszene. Ich wusste es. Wäre ich im letzten Part hier reingegangen, ne? Hätte ich schon wieder 10 Minuten hier drauf gehabt, dann hätten wir wieder einen halbstündigen Part. Ich gucke mal was. Vor allem, wenn die alle wüssten, dass das Seraphen sind, ne? Dann wäre jetzt nicht mehr so überpowered eigentlich, ne? Weil dann wüssten ja, dass nicht nur er ist. Ja, vom Teufel spricht, nehme ich an. Kein Schwein versteht, was ich sag. Ja, genau. So eine Reaktion habe ich mitgerechnet. Okay. Gegners. Sind hier viele Gegners? Ah. Warte. So, ich wieder amortisieren, wie blöd, ne? Die Wölfe, die halten mehr aus als Soldaten. Was sagt halt über die Armee aus? So, muss ich denn ja machen? Leute, die Helions, die auf dem Schlachtfeld entstanden sind. Ich muss ja gegen alle kämpfen, oder wie? Nee, okay. Boah. Ich habe den nicht nur einen Millimeter zu nahe kommen, ne? Dann kommen die direkt schon auf mich zu. Und ich werde ja noch nicht mehr los. Da ist ein Shop. Die war. Warum habe ich immer 0 SK? Und R2, dann mache ich den hier. Nämlich. Man kann so normale Kampfaktionen noch einsetzen. Man R2 in einer Kombo einsetzt. Hätte ich mal früher machen soll, ist voll hilfreich. Okay, wo kommst du auf einmal her? Und ihr? Ja, heute nichts kann ich nicht einsetzen. Geht der extra weg, damit ich nicht alle treffe, ja? Die Krise. Ja, ihr sagt gegen Wasser anfällig, das weiß ich. Na, verdammt. Alter! Ich habe ja gerade gegen 20 Soldaten auf einmal gekämpft und... Boah, was zum... Trotzdem kriege ich hier gegen 3, 4 von diesen Gegnern die Probleme.
Und ich habe gegen 5-6 auf einmal gekämpft. Es kommt mir doch etwas unlogisch rüber. So, die weit hinter den Helden. Lass mich raten, sie hat ihn begleitet, ne? Sie hat doch schon kommen. So, da hinten sehe ich noch Kräuter. Ist da was hier? Darum bis zum nächsten Auftritt im Gasthaus oder bis zum nächsten Mal, wenn du es ein Kampf ist, keine weiteren schwachen Feinde auf. Weil ich sehe, wie das klappt. Ist ja voll geil. Habe ich schon mal einen heiligen Trank hier voll verraselt, ne? Alter! 42! Die übertreiben es hier ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich spiele auch schwer, okay, aber. Ja, ist auch manchmal echt unverschämt hier, was hier abgeht. Oh nee, ne. Boah, das wird ewig dauern hier. Natürlich kann ich nicht flüchten. Ja, mache ich lieber den Kampf zu Ende. Also du rufst natürlich wieder welche. Du rufst doch wieder welche, ne? Nein, er ruft schon wieder welche. Mann! Jetzt Pisser! Nein! So, wo ist er? Hier. Alter. Und ich kann den Gegnern ja auch nicht ausweichen, ich kann ihn nicht erkunden. Und hat nur für 146. So, hast du dein Ding jetzt hier an? Da hätte ich nämlich gerne. Ja, gut. Ich würde gerne in Ruhe hier erkunden. Kann ich aber nicht, wenn ihr alle auf mich zukommen. Ist auch schon wieder ein Gegner. Da oben ist noch was. Ich bin schon dabei. Weil ich tauche nur wahrscheinlich sowieso wieder auf, ne? Schokoladenzwieback. Kämpfe, kämpfe überall. So, ich brauche wieder ein paar Dinge hier. SK, SA meine ich. Aber ja. Ich hoffe, die bleiben auch weg, ne? Wie kann ich die benutzen? Ich glaube, die tauchen wieder neu auf, oder? Okay, ich gehe mal zu dem Stern. Obwohl das auch noch so ein Ex-Mann, der ist gegen Feuer, Wasser anfällig. Ich würde gerne wissen, warum ich immer 0 SA habe am Anfang mit Suray. Alle anderen haben welche, aber Suray nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das hat. So.
und Azurblau. Wie stark ist denn das? Nicht so stark wie das, was ich jetzt habe, glaube ich. Okay. Ich glaube nicht, dass die Gegner wegbleiben. Ich würde gerne hier wieder herkommen, wenn... Oh. そう、どうしろ。一人も逃がすな。師団長さん、もう勝敗は決してる。どうしか。何を甘いことを。ここで徹底的に打ちのめせば、伊賀も優位に立てるであろうが。そんなことのために。スレイさん、この人に何を言っても無駄ですわ。どうし、貴様の働きのおかげでこれほど圧倒できるのだ。もっと誇られよ。 Ich kann auch schon gleich mit deiner Armee machen. Erstmal den Monolithen da erkunden. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt, aber wird mir natürlich wieder nicht gegeben. Zu dem letzten Moment. Kraftpunkte. Amortisierung ist möglich, solange deine Seraphen noch KP haben. Wenn menschlich verbündete K.O. gehen, können sie mit einer Amortisierung wirkungsvoll gerettet werden. Halten wir einen Moment inne, um den Seraphen zu danken. Ein sicherer Ansatz ist jedoch die Amortisierung vor dem K.O. Beachte, dass Seraphim auch langsam Fähigkeiten haben, langsam KP wiederherzustellen, wenn sie sich in Bereitschaft befinden. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.